Wenn ein Ort das Krippel der Steiermark genannt wird, dann ist er wohl prädestiniert für einen Adventmarkt. Die Rede ist vom malerisch gelegenen Ort Bürg am Fuße des mächtigen Grimmings im Bereich von Trautenfels im Ennstal. Und dieses Motto, einen Adventmarkt zu veranstalten, das wird in Bürg sehr, sehr groß geschrieben. Es gibt hier einen Adventmarkt der ganz besonderen Art zu bewundern. Bürg ist ein besonderer Ort. Schon der Peter Rosecker, der bekannte Heimatdichter, hat Bürg als das Krippel der Steiermark bezeichnet. Und wir haben eigentlich schon lange die Überlegung gefasst oder ins Auge gefasst, hier eine Adventveranstaltung über die Bühne zu bringen oder zu veranstalten. Und nachdem hier in Bürg der Ort wirklich ein besonderes Ambiente hat, wollten wir nicht hier diverse Standeln, wie man es überall hat, hier aufstellen und eben dort unseren Verkauf abhalten. Nein, wir wollten etwas Besonderes machen. Wir wollten die Leute, unsere Besucher in die Häuser hineinlassen. Wir wollten unseren Adventmarkt anders gestalten als alle anderen. Bürg ist anders und so soll auch der Adventmarkt anders sein. Bürg selber eigentlich, der Name leitet sich von der Burg ab. Bürg selber war eine Burg und eigentlich ist die Steiermark von Bürg aus regiert worden und wenn man ein bisschen vermessen sagt, war das einmal die Hauptstadt der Steiermark. Wie gibt es das oder wie lange ist das her? Ja, das ist schon einige hundert Jahre her, das war das Geschlecht der Traungauer und die haben von da aus die Steiermark regiert, das war der Hauptsitz. Kurz oberhalb der Ortschaft Bürg befindet sich die Johanneskapelle, ein kulturhistorisch und architektonisch sehr, sehr interessanter Bau. Bei mir ist Robert Schachner, der sehr, sehr viele Details von dieser Kapelle kennt. Ja, wir befinden uns hier im Inneren der Johanneskapelle von Bürg und sie wurde erbaut im 10. Jahrhundert. 10. bis 12. Jahrhundert war eine sehr bedeutende Zeit hier auf der Bürg, da waren die Traungauer hier. Die Traungauer, ein altes österreichisches Adelsgeschlecht und die haben ihren Sitz gehabt im Steyr, im heutigen Oberösterreich und die sind hier hereingekommen auf die Bürg und haben hier ihre Markgrafenpfalz errichtet. Und da ist überliefert, dass der alte Markgraf, der Steiermark, der Ottokar III. Hier auf der Burg residiert hat. Und darum heißt es auch heute noch auf der Bürg.